Ja, dann darf ich Hi. euch jetzt auch nochmal offiziell begrüßen zum Pressegespräch vor dem Auswärtsspiel des VfL Osnabrück beim VfB Stuttgart am Sonntag. Allererster Linie natürlich begrüße ich auch den Cheftrainer des VfL Osnabrück, Daniel Thun. Daniel, vielleicht erstmal ein allgemeines Statement von dir zum Spiel am Sonntag beim VfB Stuttgart. Ja, guten Morgen in die Runde. Allgemeines Statement. Ich glaube, es ist eins dieser Spiele, auf die wir oder auf das wir uns insbesondere nach der Meisterschaft, nach dem Aufstieg sehr, sehr gefreut haben. Stuttgart gab es ja nicht ganz so viele Vergleiche mit und dann gerade Mercedes-Benz Arena, 50.000 Zuschauer, gerade zum Saisonende hin. Wir haben gedacht, ein ausverkauftes Haus, ein toller Gegner. Und wie gut dieser Gegner ist, haben wir ja schon so ein bisschen zu spüren bekommen in der Hinrunde auch. Wenn wir das Spiel 1-0 gewonnen haben, aber wir erinnern uns natürlich alle gerne daran, dass es ein Sieg war, aber der ja natürlich auch sehr, sehr glücklich zustande kam. Ich habe ja auch da einmal ehrlicherweise betont, dass wir das Spiel gewonnen haben mit viel Leidenschaft, mit viel Intensität, mit vielen Emotionen, aber vielleicht auch aus dem Grund, weil Stuttgart kein Tor geschossen hat. Ich glaube, da waren über 20 Abschlüsse, wie ich es gelesen habe, und die waren auch alle sehr, sehr gefährlich. Philipp Kühn hatte einen besonderen Tag. Wir haben sehr, sehr gut verteidigt und dann war das Glück auf unserer Seite. Und jetzt am Sonntag, ja, ein bisschen umgekehrte Vorzeichen. Umgekehrt in dem Fall, dass wir zu dem Zeitpunkt letzte in der Hinrunde vielleicht dann noch nicht so nah dran waren und dann auch eine Serie hatten, die wir durchbrechen mussten. Das war gut für uns. Ja. Und jetzt geht es so ein bisschen in die Crunch-Time rein. VfB Stuttgart muss hoch und ich glaube, da geht es denen auch eher darum, uns am Wochenende zu schlagen, unabhängig, wie gut das Spiel ist, weil das, was sie hier gezeigt haben, hatte schon eine sehr, sehr hohe Qualität. Vielleicht da nochmal einmal nachgefragt, Daniel. Die Vorzeichen sind natürlich jetzt andere. Ihr spielt jetzt in Stuttgart, vor allem in einem großen Stadion ohne Zuschauer. Das ist die eine Änderung zum Hinspiel natürlich. Und du hast angesprochen, Crunch-Time. Der VfB Stuttgart möchte mit aller Macht zurück in die Bundesliga und der VfL Osnabrück mit aller Macht die zweite Liga erhalten. Ja, das ist so. Also für die Stuttgarter, das, was ich gerade gesagt habe, da geht es vielleicht gar nicht darum, dass sie besonders schön am Wochenende gegen uns spielen, sondern dass jetzt in den letzten Wochen nur noch das Ergebnis zählt. Also ich glaube, dass Pellegrino da schon eine Truppe auf den Platz stellt, die schon darauf ausgelegt ist, gegen einen sehr intensiv verteidigenden Gegner, ja, Fußball zu spielen, vielleicht gar nicht so viele Räume bekommt und dann gnadenlos zustechen muss, wie sie es vielleicht auch am vergangenen Wochenende getan haben gegen Dynamo Dresden. Heißt aber auch für uns, wir wollen uns ja auch gar nicht so wirklich verstecken. Wir sind krasse Außenseiter, das liegt ja auf der Hand, wenn man aufs Papier guckt, was der Gegner an Feldspielern auf den Platz schicken kann. Aber da tun wir ja wieder gut daran, das Spiel wieder so zu überhöhen, dass das Klein gegen Groß spielt. Und Klein gegen Groß mögen wir ja besonders gerne. Wir haben ja auch gezeigt in Bielefeld, auch wenn keine Zuschauer da sind, gegen die beste Mannschaft der Liga auch mithalten zu können und vielleicht auch sie ärgern zu können. Und das ist unser Ziel auch am Wochenende. Also wir wollen in Stuttgart auf jeden Fall bestehen. Und ja, wir sind immer noch im Abstiegskampf oder in dem Kampf um den Klassenerhalt. Und da tut uns sicherlich auch jeder Punkt gut. Wenn wir für eine ähnlich große Überraschung sorgen können wie in der Hinrunde, dann tun uns 3 Punkte sicherlich in der aktuellen Situation besonders gut. Spieler auf den Platz schicken, greife ich mal auf. Vielleicht kannst du einen kurzen Ausblick geben aufs Personal. Wer steht am oder für das Spiel am Sonntag in Stuttgart nicht zur Verfügung? Ja, wir haben mit Thomas Konrad und Simon Haubrook natürlich die Langzeitverletzten, die auch in den nächsten Wochen keine Rolle mehr spielen werden, weil sie einfach nicht gesunden werden bis zum Saisonende, zumindest nicht so, dass sie wieder in den Kader zurückkehren können. Wir haben Jost van Aken noch mit Ausfallzeit, also die Verletzung dann auch so schwer, dass er aktuell auch nicht trainieren kann. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Er hat noch weitere Untersuchungen diese Woche. Und dann schauen wir mal, ob er im Endspurt wieder dabei ist. Asan Cissé, die muskulären Probleme auch so, dass wir auf ihn verzichten müssen am Wochenende. Also Einsatz nicht möglich. Ist natürlich schade für uns, weil uns natürlich ein Tempospieler damit abgeht, gerade wenn wir vielleicht auch nicht ganz so oft den Ball haben. Und zudem natürlich Marcos mit seiner gelben Karte, der ausfallen wird. Und nicht zu vergessen jetzt noch David Buchholz, aktuell auch ein bisschen muskuläre Probleme als Torhüter, der auch gerade nicht im Training ist. Danke, Daniel, für den Moment. Und dann würde ich überleiten an euch. Wenn ihr denn Fragen an den Cheftrainer habt, dann dürft ihr die jetzt loswerden. Ich glaube, dass es reicht, wenn ihr einfach das Mikrofon öffnet und die Frage stellt. Ja, wie wird sich der Kader nach den Ausfällen verändern? Wen nimmst du mit für Cissé und Alvarez beispielsweise? Und welche Änderungen sind noch vorgesehen? Und du wirst ja dann Lawrence Beckemeyer als dritten Torwart mitnehmen, ne?
Nee, ich werde keinen dritten Torhüter mitnehmen, also aller Voraussicht nach nicht. Wir haben ja immer noch diese Zeit, was diesen Corona-Test betrifft, sollte ein weiterer Torhüter ausfallen, dass wir noch in der Lage sind, bis Sonntagvormittag den dritten Torhüter dazuzuholen oder einen weiteren Ersatztorhüter. Das heißt, wir werden jetzt mit Körber Kühn aktuell nach Stuttgart fahren. Niklas Schmidt wird in den Kader zurückkehren. Das heißt, ich habe aktuell 19 gesunde Spieler. Am vergangenen Wochenende waren ja Adam Susac nicht dabei und Benjamin Giert war nicht im Aufgebot. Das heißt, klar, mit Asan fehlt uns natürlich dann auch eine Sturmspitze. Benjamin Giert wird auf jeden Fall zurückkehren. Und da müssen wir gucken, was wir auch brauchen am Wochenende in Stuttgart. Also da sind wir noch nicht ganz so final, was den Kader betrifft. Aber es wird diesmal nur einen Spieler treffen von den Feldspielern, der nicht im Kader stehen wird. Kann aber auch sein, dass Adam mitfährt oder ist das ausgeschlossen? Fahrt ihr dann mit 20 nur hin? Ja, geplant ist aktuell, dass wir mit 20 nur fahren, aber auch da, wir müssen gucken, ob wir jetzt auch da, was unsere Ordnung betrifft, ob wir es mit einer Dreierkette oder Viererkette angehen, wie die Besetzung auf dem Platz ist, ob wir den Innenverteidiger auf der Bank brauchen. Also das ist jetzt gar keine Entscheidung gegen Adam oder für Adam dann, sondern einfach, dass wir noch nicht final sind, wie wir das Ganze am Sonntag angehen. Und dann entsprechend werden wir den Kader auch so sortieren, dass wir die mitnehmen, von denen wir auch die Wahrscheinlichkeit oder wo wir die Wahrscheinlichkeit am höchsten sehen, dass sie auch Platzzeit bekommen. Kannst du noch mal präzisieren, soweit du es weißt, was für eine Bänderverletzung Joost van Aken hatte und warum da jetzt noch mal eine Untersuchung fällig wird? Verletzung ist ja jetzt schon 2 Wochen her. Ja, mit ein bisschen gefährlichen Halbwissen. Also es ist irgendwo im Bandapparat, also ohne es genauer definieren zu können. Aber da geht es gar nicht, dass weitere Untersuchungen erfolgen, sondern das ist ja auch immer so, dass die Spieler irgendwo dann nochmal einen Vertrauensarzt einfach konsultieren wollen. So ist es ja immer auch in der Vergangenheit gewesen, auch bei Joost den Verletzungen, wo man sich ein zweites Bild, eine zweite Meinung einholt. Und darum geht es jetzt. Er ist aktuell auch gerade nicht beim Team. Deswegen, da warten wir dann nochmal, ob sich das Ganze bestätigt. Aber wir glauben schon, dass er halt die nächsten Wochen erstmal nicht zur Verfügung steht. Also es geht dann wirklich um den Endspurt, dass er vielleicht die letzten 2 Spieltage noch dazu stoßen kann, wenn überhaupt. Du hast das Hinspiel angesprochen. Welche Rolle spielt es in der Einstellung der Mannschaft? Du hast ja zuletzt die Mannschaft sehr gut vom Rand aus begleitet, auch ganz bewusst, um sie ein bisschen in Stimmung zu versetzen, um sie zu emotionalisieren und bei der Stange zu halten, geistig, mental. Das ist gelungen über weite Strecken. Welche Rolle spielt dabei jetzt das Hinspiel? Ist das eher Motivation oder kann das auch zu einer Last werden, dieses Bewusstsein, wir haben sie geschlagen, aber wir hatten eigentlich nur Glück, so ähnlich hast du es ja gerade gesagt. Ja, wir hatten in vielen Situationen Glück. Also es soll nicht die Leistung meiner Mannschaft schmälern. Also das auf gar keinen Fall. Also wenn man am Ende des Tages ein Spiel gewinnt, dann muss man sich dafür nicht entschuldigen. Und dann ist es grundsätzlich in den meisten Fällen auch verdient. Nur war es einfach so, wir haben ja gesehen, wie hoch die Qualität war. Wir wissen das ja auch, der VfB Stuttgart, die haben über 80% Ballbesitz in der Liga verteilt. Also über die Spieltage muss man ja auch so sehen. Sie haben halt das Problem, dass sie vielleicht sehr, sehr viele Chancen für Tore brauchen. Und da ist wieder das, da wollen wir ja ansetzen. Also wir wollen ihnen wenig Räume geben. Wir wissen, dass sie zu Torchancen kommen werden, aber die müssen wir ja möglichst dann auch im besten Fall unter Druck versuchen, so von der Qualität so gering wie möglich zu halten. Und da ist es gut, dass wir im Hinspiel immer wieder noch ein Bein dazwischen hatten, dass wir immer wieder mit 10 Leuten gegen den Ball gearbeitet haben, dass wir uns auf guten Torwart verlassen konnten. Und daran werde ich die Mannschaft erinnern. Da war es nicht ausschließlich halt, dass wir das Glück hatten, sondern dass wir in der Lage sind, auch den VfB Stuttgart zu schlagen. Und ja, da werde ich meine Emotionen genauso wieder mit reinbringen, wie ich es in den vergangenen Wochen getan habe. Ich glaube, gerade insbesondere in Bielefeld hat es der Mannschaft sehr geholfen. Und wir haben ja gesehen, dass es auch in Fürth eher ein Sieg der Motivation, der Emotionen und auch des Kopfes war, als es vielleicht dann der fußballerische Ansatz war. Und das brauchen wir in der jetzigen Phase. Auf dem Papier sind wir vielleicht in 10 Fällen dann wieder 9-mal der Verlierer. Und jetzt kämpfen wir wieder darum, dass wir dieser eine Sieger sind in diesem einen Fall. Daniel, siehst du diese Geisterspiele in Hamburg und Stuttgart eher als Nachteil oder als Vorteil an, dass die Geisterspiele sind? Es ist schwierig. Ich habe gestern auch im Kicker gelesen, was von Vorteil sein kann, was von Nachteil sein kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass Emotionen aktuell, dass sie die Spiele vielleicht
ja, dass sie vielleicht nicht unbedingt dadurch besser werden, dass sie fehlen. Was vielleicht fehlt, ist so, dass Mannschaften in Schlussviertelstunden vielleicht nochmal zum Sieg getragen werden. Also ich glaube, so Ergebnisse in Bielefeld, ist es vielleicht schwer, nach 0-1 nochmal zurückzukommen, wenn das ganze Stadion sie nach vorne peitscht. Und genauso glaube ich auch, ne? Wenn man das 2-2 in der 70. Minute an der Bremer Brücke schießt nach 0-2, dann kann schon was passieren. Und jetzt, ob es ein Vorteil ist oder ein Nachteil, ich glaube, in dieser Phase kann es ein Vorteil auch für uns sein, dass der VfB nicht nur nach vorne gepusht wird. Sie haben halt die Konkurrenz mit Bielefeld, mit Heidenheim und auch mit den Hamburger SV. Aber auf der anderen Seite kann sowas natürlich auch hemmen. Und da muss man sich dann so ein bisschen von lösen. Also Etienne hat es gestern, glaube ich, auch mal im Interview gesagt, am Anfang fühlt sich alles komisch an, aber dann ist es dann doch ein 11 gegen 11 auf dem Platz. Und ja, wir hätten gerne vor Publikum gespielt, genauso gerne, wie wir es an der Bremer Brücke auch tun. Und am Ende werden wir sehen, ob es ein Vorteil für uns war oder nicht. Aber das ist ganz schwer zu beurteilen. Wie verändert sich, da ihr ja nicht die Mannschaft, die Gegner live im Stadion sehen könnt? Davon gehe ich zumindest mal aus, dass ihr es nicht schafft, Spione da durchzudrücken unter die 270. Aber wie verändert sich die Gegneranalyse und damit auch die Einstellung des eigenen Teams auf die Spezifika des Gegners? Ja, mir tut es als Trainer ja auch gut, ein oder anderen Stadion zu sitzen und zu sehen, wie sich eine Gruppe dann auf dem Platz verhält, wie sie miteinander agiert. Deswegen, mein letztes Spiel, was ich gesehen habe, war Hannover 96 gegen Holstein Kiel dann auch. Und dann nimmt man natürlich auch so ein bisschen was wahr und mit. Zudem haben wir ja grundsätzlich immer noch das Scouting-Feed in der Gegneranalyse, woraus wir dann immer für die Mannschaft dann auch Dinge ableiten, beziehungsweise ihnen auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen oder auch Probleme, die entstehen können. Das fehlt uns so ein bisschen. Also mir fehlt so vielleicht dann auch die Emotionalität in einem Stadion, um dann auch damit auf den Gegner draufschauen zu können. Aber so, was unsere Analyse betrifft, hat sich das gar nicht für uns verändert. Es ist einfach, dass uns einfach dieser Baustein fehlt, wie allen Mannschaften auch. Aber ich glaube, ich hätte auch nicht so viele Chancen gehabt, im Moment Stuttgart zu sehen. Dafür ist die Distanz nach Stuttgart doch immer sehr, sehr groß. Aber du hast sie wahrscheinlich gesehen gegen den HSV. Richtig? Richtig, ja. Ja. Das war ein Spiel mit extrem unterschiedlichen Halbzeiten. Eigentlich in der Pause hast du wahrscheinlich auch nicht dran gedacht, dass der VfB das noch gewinnt. Wie hast du das Spiel für dich analysiert? Na, erstmal war es ein Top-Zweitligaspiel, ich glaube auch. Zwei Halbzeiten total verschieden. Also ich hätte wirklich nicht viel mehr drauf gegeben, dass der VfB zurückkommt. Aber das zeichnet diese Mannschaft auch aus, dass er auf einen Seite natürlich diese Qualität hat, in ein Spiel zurückzufinden. Und da waren es natürlich auch wieder Standardsituationen, die gefährlich sein können, die eine Mannschaft zurück in ein Spiel bringen. Und letztendlich werden dann auch individuelle Fehler brutal bestraft. Also VfB kam zurück mit dem Eckball, mit dem Elfmeter und dann letztendlich auch mit dem vielleicht dann nicht so guten Abwehrverhalten der Hamburger. Und da muss man natürlich dann auch aufpassen. Also da ist schon erkennbar, dass die Qualität sehr, sehr hoch ist. Also ich weiß nicht, ob dieses Spiel unbedingt der Maßstab ist. Vielleicht ist es dann eher das, was in der vergangenen Woche war, Dynamo Dresden, wo der VfB durch ein frühes Tor ins Spiel gefunden hat, immer wieder aber auch Möglichkeiten dem Gegner gegeben hat, weil sie sehr, sehr hoch verteidigen, dass der eine oder andere im Umschaltmoment da war. So haben sie natürlich auch die Tore kassiert gegen Wien Wiesbaden, so haben sie das Tor gegen Holstein Kiel kassiert. Also das sind so Momente, wo wir auch rein wollen. Also wir werden sicherlich aufpassen, dass sie eine gute Restverteidigung haben. Aufgrund der hohen Ballqualität werden wir in Umschaltmomente kommen, dass wir sie dann fußballerisch so bespielen, wie der HSV es in den ersten 45 Minuten getan hat. Ich glaube, das liegt auf der Hand, dass es für uns sehr, sehr schwer werden wird, in Stuttgart so zu agieren. Aber auch da ist es unser Ziel, trotz alledem, auch wenn der Druck hoch ist, dass wir eine Idee haben, auch Fußball spielen zu wollen. Und die Waffe mit Asan fehlt uns so ein bisschen, dass wir auf tiefe Bälle gehen können. Scheiße, wir werden mutig, wir werden frech nach vorne spielen wollen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht dann so ein bisschen Augenhöhe dann wieder auch darstellen können, weil die Jungs haben ja auch Bock zu zocken. Eine Frage noch, wenn es geht, etwas ab vom Spiel. Die Vertragsverlängerung von Etienne Amenido und Sebastian Klaas sind kommentiert worden. Leider haben wir nicht erfahren, ob die Verträge für die dritte und die zweite Liga gelten. Aber vielleicht kann Sebastian Rüther dazu gerne was sagen oder du. Aber vor allen Dingen würde mich interessieren, es sind ja zwei Spieler, die auf ganz unterschiedliche Weise bei euch in den Status gekommen sind, den sie jetzt haben. Etienne war im Grunde aus dem Profifußball raus, den habt ihr wieder aufgebaut über einen langen Zeitraum. Also so eine VfL-Entdeckung. Und bei Sebastian ist es eben der Aufbau aus der Jugend mit all den Hürden, die es da gab. Vielleicht kannst du was sagen zu der Perspektive, die du bei beiden Spielern siehst. Speziell Sebastian Klaas ist ja ein bisschen sowas wie dein
Lieblingsschüler? Ja, es ist, also inhaltlich Verträge, klar, bin ich weit weg von. Ich weiß auch, dass die Verträge jetzt ausgedehnt worden sind. Bei Etienne wurde er ja ausgedehnt um ein weiteres Jahr. Bei Sebastian wurde er dann verlängert jetzt. Und ob sie jetzt dann die Gültigkeit für die zweite oder dritte besitzen, vielleicht weiß Sebastian das, ich weiß es nicht. Was die beiden Spieler betrifft, ist, glaube ich, dass sie sind, haben einen brutalen Schritt nach vorne gemacht bei uns. Sie haben sich super entwickelt, gerade weil beide auch so ein bisschen von Bahn 8 starten mussten. Gerade Etienne in Holland nicht mehr gewollt. In Dortmund wollten sie ihn nicht zurücknehmen. 3 Monate bei uns trainiert, immer wieder aufgezeigt, was für ein brutales Potenzial er besitzt und Talent. Was Etienne so ein bisschen entgegensteht, dass ihm einfach die Konstanz fehlt, seine großen Fähigkeiten, die er einfach auch besitzt, über einen gewissen Zeitraum oder einen längeren Zeitraum abzurufen. Also seine Leistungen sind dann vielleicht doch sehr, sehr schwankend. Und da wollen wir ihm diese Stabilität einfach auch geben und diese Sicherheit, dass er die nächsten 2 Jahre dann auch mit uns gehen kann. Und das natürlich wünschenswerterweise in dieser zweiten Liga. Ich glaube, er hat gegen Hannover gezeigt, warum wir ihn nominiert haben. Aber er hat halt auch Spiele vielleicht entführt, wo er dann eher nicht so oder wo er ein bisschen untergetaucht ist. Und das muss er einfach hinbekommen, dass er zu Hause wie auswärts gleich viel Qualität anbietet. Und bei Sebastian, mache ich keinen Hehl raus. Also ich meine, wenn man jemanden 6 Jahre trainiert, dann weiß man ihn als Spieler und als Menschen auch zu schätzen. Und da ist er zum einen erstmal ein ganz toller Junge und zudem ein ganz toller Fußballer. Und bei ihm gilt es ähnlich wie bei Etienne. Er muss mehr Platzzeit bekommen, aber die muss er sich halt holen. Er muss eine gewisse Resistenz entwickeln und auch diese Verletzungsanfälligkeit. Da wünschen wir ihm alle, dass das ein bisschen abnimmt. Aber auch bei ihm ist es so, dass er auch noch seinen 22 Jahren oder die er jetzt wird, vielleicht dann noch nicht so ausgewachsen und so resistent ist, wie man sich das dann wünscht. Und diese Zeit, habe ich gesagt, die gebe ich ihm, die werde ich ihm immer geben. Und wie viel Freude er machen kann, das hat er uns gezeigt in den wenigen Minuten, auch wieder am vergangenen Wochenende. Es war sehr schwer, in den letzten Wochen auch Spielzeit zu geben. Alle Spieler waren gesund. Und ich weiß auch nicht so, was ich von ihm erwarten kann oder was ich bekomme. Aber genau diese Momente, sensationeller Pass auf Markus, spielen nicht alle. Ich hätte mir gewünscht, dass er den mit dem linken Fuß auch oben einschweißt. Es waren knappe Zentimeter und dann hätten wir das nächste Märchen geschrieben. Und ich glaube, das ist das, woran Sebastian arbeiten muss und wir alle mit ihm, dass er auch weiterhin die eine oder andere Geschichte oder das eine oder andere Märchen dann auch schreibt. Also ich glaube, gerade 2 junge Spieler mit sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial noch und die noch lange nicht fertig sind. Also wir haben sehr, sehr viel Fantasie mit ihnen. Und das natürlich im besten Fall dann auch in Liga 2. Sebastian. Genau, also mit Vertragsdetails tun wir uns natürlich immer schwer, zumindest darüber hinaus, was wir öffentlich kommunizieren. Aber ich denke, in dem Fall kann man sagen, dass beide Spieler im nächsten Jahr beim VfL Osnabrück unter dem Vertrag stehen werden. Trotzdem gestattet noch eine Frage. Vorhin sind die Relegationstermine bekommen. Ich weiß, der VfL will den Klassenerhalt schaffen ohne die Relegation. Es bedeutet für die Zweitligisten, fassen wir es vielleicht so, nochmal eine längere Pause nach dem Saisonschluss am 28. Juni. Ist das prinzipiell ein Vorteil? Wie beurteilst du das, Daniel? Ja, da glaube ich, da musst du verstehen. Also das ist etwas, mit dem beschäftige ich mich nicht, mit dem setze ich mich nicht auseinander. Jetzt am Wochenende in Stuttgart. Also wenn dieser Fall eintritt, reden wir dann nochmal darüber. Alles klar, okay. Also die Vertragsverlängerung nehmen wir jetzt dazu mit Maurice Trapp und Sebastian Klaas und Etienne Avenido. Mich würde noch interessieren, Daniel, auch wenn das natürlich überwiegend Aufgabe des Sportdirektors ist, wo siehst du denn, oder auch gerade in Absprache mit ihm, den dringendsten Handlungsbedarf, um euch gut für die kommende Saison aufzustellen? Auf welchen weiteren Positionen? Ach, ja, da bin ich recht pragmatischer. Also ich Qualität erhöhen in sämtlichen Mannschaftsteilen, vielleicht was die Torhüter-Position betrifft, sind wir gut aufgestellt, aber wissen auch, dass Nils Körber Hertha BSC gehört. Das heißt, da wissen wir gar nicht, ob er im nächsten Jahr noch bei uns sein darf, kann, wie auch immer, wie da die Planung ist. Also grundsätzlich betrifft es dann wirklich sämtliche Mannschaftsteile. Also wir haben in der Offensive einige Defizite. Wir verlieren mit Markus 13 Tore. Asan ist ein Leihspieler, Benjamin Giert ist ein Leihspieler. Zudem haben wir auch nicht ganz so oft ins Tor geknipst mit unseren Stürmern. Also Das ist ja kein Geheimnis. Wir müssen die Qualität in sämtlichen Mannschaftsteilen erhöhen. Wir müssen auch damit die Entwicklung der Spieler, die hier sind, vorantreiben. Also jeder wächst ja nur, wenn sein Umfeld auch um einen herum wächst. Und das sind alle Spieler, die hier sind in den letzten Jahren mit einer Geschwindigkeit, die war exorbitant. Aber sie brauchen jetzt auch mal wieder jemanden, der sie auf den nächsten Level hebt, der die Konkurrenz erhöht. Und da bei so viel auslaufenden Verträgen, die wir auch haben, hat unser Sportdirektor jetzt im Moment eine Menge zu tun. Und es ist ihm sicherlich auch bewusst, dass wir in allen Bereichen deutlich nachsteuern müssen,
um halt dann, wenn wir die Liga erhalten haben, sie auch im nächsten Jahr dann wieder zu bereichern und auch weiterhin zu erhalten.